Hast du Brad da unten gesehen? Mein Bruderinstinkt spielt gerade ganz schön verrückt. Ich mach mal diese hier. Da unten lief irgendeine total gestörte Zeremonie ab. Jemand sah mich! Dieser eine Arsch da drin griff mich an. Moment, was? Attackiert? So ein Arschloch in der Kutte. Ich weiß nicht. Wenn Brad eines kann, dann ist es Konfrontationen vermeiden. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Hm. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Wo ist das Gold? Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind nicht die Ersten, die hier komisches Zeug sehen. Es scheint, dass auch die Wachen panische Angst vor etwas hatten, das sie im Frachtraum sahen. In einer Notiz stand, dass viele GIs sich vom Wachdienst drücken wollten, weil sie Schiss vor irgendwas hatten. Aber die Crew Was ist denkt ihr, ist gesehen? Wirklich mit dem Kahn hier passiert? Wüsste ich gern. Das Jahr auf der Zeitung war 1947. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Alles an diesem Ort ist seltsam. Ich sag mal nichts. Wir wissen mehr als vorher. Wieso wollen die immer auf das Gold gehen? Etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Das kommt mir komisch vor. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Also ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ne? Aber auch dieser Erzähler, der immer so andeutet, ne, einer, ne, spielt quasi falsch, einer ist nicht so, wie er scheint. Oder... Schiff weg. Ja. Der schürt so ein bisschen das Paranoide. Sie will ständig nach dem Gold oder wollte jetzt ständig nach dem Gold fragen. Okay, er ist sowieso irgendwie merkwürdig und über sie weiß man im Grunde auch nichts, aber. Hier liegt was. Hört sich verrückt an, aber haben die das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind? Nicht übernatürlich, sondern politisch. Ergibt das irgendeinen Sinn?
Leiche drin. Toll. Die wären nützlich ohne die ganzen Lecks. Erstmal pauschal in eine andere Richtung laufen, ne? Geht's darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Da müssen wir ein bisschen. Anweisungen für Gasmasken. Stellen Sie sicher, dass Ihre Maske korrekt sitzt, bevor Sie anderen helfen, im Falle eines Gasaustritts oder Gasalarms. Erstens, geraten Sie nicht in Panik, bleiben Sie ruhig und rufen Sie laut und deutlich Gas, Gas, Gas. Um weitere Personen in Ihrem Umfeld zu warnen, halten Sie den Atem an. Und das war jetzt super betont. rufen Sie Gas, 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 um weitere Personen in Ihrem Umfeld zu warnen. Halten Sie den Atem an. Punkt. Zweitens, platzieren Sie die Gasmaskentasche unter Ihrem linken Arm. Ziehen Sie den Schulterriemen über Ihre rechte Schulter und haken Sie ihn in die Tasche ein. Schließen Sie den Gürtel um Ihre Taille. Entfernen Sie Ihren Helm. Drücken Sie die Gasmaske mit beiden Händen gegen Ihr Gesicht. Drücken Sie zunächst die Maske gegen Ihr Kinn und ziehen Sie dann über Ihr Gesicht und die Befestigungsriemen über Ihrem Kopf. Viertens, entfernen Sie eventuell eingeschlossenes Gas. Achso, ja, okay, ja, wenn es schon im Visier ist. Schließen Sie das äußere Ventil und atmen Sie stark aus. Drücken Sie dann alle verbleibende Luft mit Ihren Händen aus der Maske. Fünftens, prüfen Sie, ob die Maske dicht ist, indem Sie den Schlauch mit Ihrer Hand zusammendrücken und dann einatmen. Die Maske sollte um Ihr Gesicht herum in sich zusammenfallen. Vakuum. Tun Sie das nicht. Sechstens, könnte die Maske ein Leck haben. Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Maske und wiederholen Sie den Test, bis die Maske in sich zusammenfällt, um sicherzustellen, dass kein Leck vorhanden ist. Huiuiui. Ist zwar so eine interessante Info, muss ich an dieser Stelle ganz ehrlich sagen. Wir kennen jetzt die Benutzung einer Gasmaske. Und jetzt kommt das große Aber. Warum diese ausführliche? Ich meine, wir haben den Hinweis gefunden und wissen also, was zu tun ist, aber... Wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaube, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. 55 Kilo. Ich zieh dich hoch. Geht's nicht weiter. Ich schätze mal, Fliss ist schon vorgegangen. Okay, viel weiter. Aber man muss ja auch, wie gesagt, versteckte Ecken und Ritzen müssen überprüft werden. Ich feiere echt diese Kameraeinstellung und das Licht. Also das ist... Macht Spaß. Macht Spaß zu spielen und Spaß zuzugucken.
obwohl ich über Brad immer noch nicht hinweg bin, ne? Und warum war er tot? Wer hat ihn jetzt umgebracht? Weil jetzt, ich überlege noch mal ganz fix. Nee, wir sind doch mit Brad an dieses Ding da gehupst. Wir sind noch runtergefahren, aber wir sind doch wieder aufgestanden, oder nicht? Okay, irgendwas habe ich jetzt übersehen. Sie wirkt ein bisschen ängstlich, oder? Also ich würde das echt besser finden, wenn ihr in meiner Nähe bleibt. Aber hier geht's hier wieder runter. Hier drüben. Hier kommen wir durch. Ja, komm, pump, Junge, pump. Und wir sind wieder drin. Okay. Der Bodenbelag sieht auch echt furchteinflößend aus. Aber ohne Spaß. Ich habe es einfach nur nicht laut ausgesprochen. Aber die Idee, ne? Ey, die Funke, vielleicht geht die ja noch. Naja, also ich weiß nicht. Okay, weitere Informationen. Im Logbuch steht was von dem Sturm. Morg. Seegang nimmt. Wellen bis zu 6 Meter Höhe. Keine Schäden gemeldet. Nachmittag. Wetter verschlechtert sich weiter. Wettervorhersage ebenfalls. Die Crew hält sich gut. Morgen. Wind erreicht Sturmstärke. Weiterhin zunehmend. Außergewöhnliches Wetter. Mehrere Blitzeinschläge in Om. Jedoch ohne größere Schäden. Schimpf, nimm etwas Wasser. Durch die Lage ist unsere Kontrolle, Navigation, Wassertiefe als einschätzbar. Ja, wir haben es ja gesehen. Ein Blitzschlag bei dem Unwetter, ne? Und das hat ja das ganze Gemulch hier ausgelöst irgendwie. Überall sind Räume und Türen. Ja, mein Freund, wir erschrecken uns mittlerweile gar nicht mehr. Oh weh, wir haben 2 Türen. Wir haben sogar noch mehr. Und wir haben ein weiteres Bild. Ja, ganz ehrlich, ich meine, irgendwann kommt der Punkt, wo man dann auch die Vorahnung wahrscheinlich verstehen wird. Aber was, inwiefern hilft mir das jetzt weiter? Und er hat sich. Das Funkgerät? Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss ein sein. Okay, wenn die hier sind, bedeutet das erstmal gucken, ob die Türen hier aufgehen. Eine Möglichkeit ausgeschlossen. Zweite Möglichkeit ausgeschlossen. Okay, Mädels.
Na, was stehst du hier so lustlos in der Gegend rum? Sollst suchen, Verlobte. Suchhinweise. Hier stimmt was nicht. Wenn man nach San Francisco will, ist diese Route total verrückt. Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen. Ein Versteckspiel auf dem Ozean. China? Was? Na komm schon. Mehr Hinweise. Schön. Das Schiff kam vom Kurs ab, schlechte Sicht, mieses Wetter. Sie verloren die Orientierung. Meerestiefen nicht kartografiert, Tiefe unbestimmbar, Suche nach Mann über Bord beginnt. Oh, Suche abgebrochen. Dichter Wolken. Ja, da muss hier schon was los gewesen sein auf dem Kahn. Ist schon wieder viel zu lange still hier. Guck mal. Oh. Nicht zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Ich probier's mal. Ja, wir erinnern uns auch da wieder an den Prolog, ne? Hier dieses. Es geht doch! Militärkanal. Fragen wir nach Hilfe. Hey, hey, hört das jemand da draußen? Hallo? Empfangen. Oh, Scheiße, da ist wer. Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell! Wir sind in Not! Wiederholen! Wiederholen! Over! Wir sind auf einem Frachter, verlassen, groß und alt. Hallo! Hallo! Hört mich jemand? Bitte, kommen! Und das war's. Ja, mein Gedanke war jetzt erstmal um Hilfe rufen. Ne, nicht großartig erklären, sondern wir sind hier. Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hier bleiben, falls uns jemand anfunken will? Ich gehe. Natürlich. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Ah, oh, du kannst nicht ewig den Beschützer spielen, Großer. Ich schaff das. Glaub mir. Sie will das Gold. Hey, hey. Wenn Julia meint, sie schafft das, schafft sie das. Thema durch. Okay. Du und ich, Julia.
gebrochen? Alles noch heil? Sind alle in Ordnung? Mir geht's gut. Kannst du irgendwas sehen? Wir müssen den Generator finden. Wenn wir ihn in Gang kriegen, hat das Funkgerät Strom. Ich warte hier beim Funkgerät. Hier. Hey. Nach dir.